Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Wie, schon wieder vergessen, einen Adventskranz zu besorgen? Kein Problem, wir basteln heute Adventskränze, die ganz ohne großen Aufwand und mit Alltagsdingen glänzen. Der Gugelhupfkranz. Für einen eher traditionellen Kranz brauchen wir eine Gugelhupfform, vier Kerzen, Kerzenhalter, einen Steckschwamm und allerlei Naturmaterial. Zuerst bringen wir den Steckschwamm in Form und schneiden ihn in verschieden große Stücke. Angefangen mit den großen Stücken füllen wir damit die Backform. Mit den kleineren Stücken schließen wir die Lücken, bis der Kranz möglichst voll ist. Die Kerzenhalter stecken wir dann mit immer gleichem Abstand in den Steckschwamm. Danach kommen auch schon die Kerzen ins Spiel. Oder besser gesagt auf den Kranz. Ob lange oder kurze Kerzen, gleich groß oder unterschiedlich, bunt oder schlicht, das ist ganz Ihnen überlassen. Jetzt geht es nämlich auch schon ans Dekorieren. Dafür haben wir Naturmaterialien wie Wedel, Zweige, Zapfen und Beeren gesammelt. Je nach Wahl der Kerzen und Dekoration entsteht so Ihr ganz individueller Kranz in Vintage-Optik. Der Flaschenkranz. Der nächste Kranz kommt sogar mit noch weniger aus und ist bestens geeignet für ein kleines Budget. Wir brauchen lediglich ein Tablett, vier Flaschen in verschiedenen Größen und Formen, vier Kerzen, ein wenig Dekoration und Naturmaterialien. Da wir uns für einen typisch fränkischen Boxbeutel entschieden haben, dessen Glas durchsichtig ist, füllen wir diesen zunächst mit ein wenig Deko. Danach geht es auch schon an das Herzstück des Kranzes. Oder in diesem Fall eher des Flaschenquartetts. Die Kerzen stecken wir auf die Flaschenhälse. Was nicht passt, wird passend gemacht. Also haben wir den zu großen Flaschenhals kurzerhand mit einem Schwamm verkleinert und mit etwas Grün verziert. Fast geschafft. Jetzt nur noch mit ein paar Metallakzenten, rustikaler Deko und Naturmaterialien das Tablett ausschmücken und fertig ist der selbstgemachte Low-Budget-Adventskranz. Der Weinglaskranz. Der dritte Kranz kommt etwas edler daher, braucht aber genauso nur wenige Komponenten. Ein Tablett, vier Weingläser, vier Kerzen, ein wenig Deko und Naturmaterialien genügen. Der kniffligste Teil kommt gleich zuerst. Dafür werden die Gläser mit Weihnachtskugeln, Zimtstangen, Tannenzapfen, Zweigen und anderem Weihnachtlichem gefüllt. Danach werden die Weingläser vorsichtig kopfüber auf das Tablett gestellt. Auf die Gläserböden stellen wir anschließend die Kerzen. Dann kann es schon ans Dekorieren des Tabletts gehen. Auch hier sind der kreativen Freiheit keine Grenzen gesetzt. Egal für welchen Adventskranz Sie sich entscheiden, er wird sicher ein echter Hingucker. Denn unsere Do-it-yourself-Tipps beweisen, es muss nicht immer der traditionelle Kranz aus gebundenen Zweigen sein. Wir wünschen viel Spaß beim Nachmachen und eine besinnliche Vorweihnachtszeit.